Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon-Haul für dich, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und in diesem kleinen, aber feinen Amazon-Haul versteckt sich auch eine Verlosung, also pass gut auf. Was wollte ich sagen? Erstmal, alter Schwede, 4000 Abonnenten, es sind schon über 4000 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank. Unglaublich. Also, Leute, ihr macht mich stolz, ihr macht mich glücklich, ihr macht mich motiviert weiterzumachen. Also vielen Dank. Es ist so geil. Es ist so schön, was ich für ein mega krass nettes Feedback bekomme. Unfassbar. Vielen Dank dafür. Echt. Also danke von Herzen. Von ganz großem Herzen. Und es macht mir einfach so viel Spaß. Deswegen, ja, freuen wir uns einfach auf ein weiteres Jahr schön zusammen. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr dabei und ich laber viel zu viel. Ich fange jetzt einfach mal an. Danke. Danke, vielen Dank. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So, und zwar hat sich etwas, ein Haufen bei mir angesammelt. Die mir auf Instagram folgen, haben das schon in meiner Story gesehen. Es ist so, dass ich von einer lieben Zuschauerin eine Seite empfohlen bekommen habe, wo ich mich dann auch direkt angemeldet habe. Und zwar ist das www.shopdoc.de, glaube ich. Blende ich euch hier mal ein. Ich werde davon nicht gesponsert. Ich habe mich da nur angemeldet und möchte euch diese Information einfach nicht vorenthalten. Auf dieser Seite könnt ihr euch anmelden und könnt dann für etwas günstigeres Geld, sage ich mal, oder teilweise sogar gratis, euch die Produkte holen. Ein Teil von dem, was ich euch jetzt auch zeige, war auch tatsächlich über diese Seite bestellt. Ich glaube, der Warenwert der Produkte bewegt sich hier im Rahmen von 1000 Euro. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall hammerviel. Deswegen, ich fange einfach mal an. Als erstes habe ich so ein bisschen was bestellt für unseren Garten, für ein bisschen Deko und so. Da habe ich zum einen mir zwei von diesen Hängeviechern geholt. Da kannst du eine Blume reinpflanzen. Da ist jetzt kein Loch drin. Man kann da ein Loch reinmachen, wenn du da eine Blume reinmachst oder eine Pflanze, die keine Staunässe haben darf. Und ich finde, die haben eine schöne Qualität. Ich mag das. Das ist halt so Blech und dann ist es von außen so ein bisschen weiß angesprüht, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen ist die Oberfläche auch so ein bisschen rau. Oder wie nennt man das? Galvanisiert oder sowas. Dass es halt so ein bisschen dieses weiß angelaufene hat. Dann haben die hier halt so einen Ring drum zu, den du halt auch abmachen kannst. Der lässt sich lösen. Und man muss halt gucken, dass man halt auch wirklich genau diese Breite hat, wo man das drüber hängen möchte. Ich werde das über unseren Sichtschutzzaun machen, den wir neben der Terrasse stehen haben. Da wird das wohl passen. Aber jetzt so über dickere Zäune wird es nicht funktionieren. Oder über zum Beispiel bei einem Balkon oder so, so eine Balustrade, da kriegst du es auch nicht wirklich drüber. Aber ich finde, dass diese Pötte echt toll sind. Also die haben mir wirklich gut gefallen. Und die habe ich auch von Shopdoc. Als nächstes habe ich mir so ein bisschen Deko-Kies geholt. Das ist jetzt wirklich nur so für im Haus, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist nicht viel, es ist nur so ein kleines bisschen. Und das ist halt für Deko, wenn ich hier so Sachen dekoriere, so Hintergrund oder bei uns im Haushalt irgendwelche Sachen dekoriere, da habe ich mir so einen Kieskram geholt. Für draußen wäre es ein bisschen wenig, also wer einen Außenbereich bei sich zu Hause hat, weiß, dass sowas nicht ansatzweise reicht. Ich habe sowas zum Beispiel in einer etwas gröberen Form. Vorne bei uns im Vorbeet, da habe ich so Lavendel auch mit drin und habe das dann so eingefasst mit diesem Kies, mit diesem Zierkies. Das ist echt schön, aber da kommt trotzdem Unkraut durch. Auch wenn ich so ein Unkrautvlies habe und so. Das Unkraut kommt von oben und dann legt es sich auf das Unkrautvlies und wächst richtig toll. Ach, großartig. Naja, aber das ist für im Haus auf jeden Fall und ist halt für Deko. Ja, als nächstes habe ich mir diese Kamera geholt, durch die ihr mich jetzt gerade so sehen könnt. Die ist so geil. Die habe ich mir aber tatsächlich, da habe ich drauf gespart, da habe ich lange drauf gespart und mir die endlich geholt. Das ist die hier, das ist die Canon EOS 200D. Sie ist wundervoll, wirklich. Und da ich ja bald Geburtstag habe, habe ich mir dafür auch einiges an Zubehör gewünscht. Zum Beispiel habe ich mir gewünscht, eine schöne Tasche dafür oder auch ein Mikrofon, dass ihr mich besser verstehen könnt, dass ich dann auch einfach deutlicher zu hören bin. Und sieht dann so aus. Ich kann euch jetzt sehr schlecht die Kamera zeigen, weil ihr mich durch die Kamera seht. Und mit der Handykamera zu filmen ist dann auch irgendwie blöd. Deswegen zeige ich euch einfach die Bilder, die hier so drauf sind. Das ist eine echt tolle Kamera. Ja, die
ist super halt vom Zoom her, da kann ich mich schön mit schminken. Das Einzige, was ich halt noch nicht so raus habe, ist, wie ich verdammt nochmal heller werde. Jetzt zum Beispiel bin ich hell und ich habe keine Ahnung, warum. Ja, manchmal ist das komisch mit dieser Kamera. Sie mag mich noch nicht so ganz, aber wir freunden uns so langsam an. Ja, wie gesagt, die war halt echt nicht günstig, aber sie war halt auch nicht überteuert oder so. Ja, ich habe halt drauf gespart und von Weihnachtsgeld und so weiter habe ich mir die geholt. Und ja, jetzt habe ich sie und ich freue mich und das ist so toll und es macht so viel Spaß, damit zu filmen. Da ich immer unfassbar viele Videos am Stück drehe oder halt auch längere Videos drehe, vor allem so Schminkvideos, die dauern teilweise, wenn man die wirklich dreht, so bis zu 2 Stunden, 2,5 Stunden, wenn man das halt wirklich, ne, es dauert halt, Leute. Ja, habe ich mir zum einen Ersatzakkus geholt. Da habe ich mir jetzt nicht die Originalen geholt, sondern etwas günstigere. Die sind von Keenstone und ja, also ja, das ist halt die Verpackung, aber die Verpackung ist ja nur halb so interessant wie das, was drin ist. Das habe ich schon mal rausgeholt, weil ich die jetzt auch schon mehrfach verwendet habe. Und zwar, ja, hast du hier so eine kleine Ladestation und dann halt 2 Akkus. Und ja, die kosteten nur das Bruchteil von dem, was ich für die Akkus von Canon original bezahlt hätte. Und ich finde die gut, also die halten. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie das im Langzeittest ist. Es ist jetzt einfach nur so der erster Eindruck von den ersten Wochen, wo ich die verwendet habe. Und das Einzige, was man hier halt braucht, ist, dass man so ein, so ein Kabel halt hat, so ein Mini-USB oder Micro-USB ist es ja quasi und dann halt mit dem Stecker zur Steckdose, dass man da auch überhaupt die Dinger laden kann. Ich glaube, ein Kabel ist da wohl mit drin, aber das Ding ist, dass du keinen Stecker für die Steckdose mit dabei hast. Aber jeder, der ein Samsung hat, hat das. Also von daher, ne, ist es kein Problem. Und ja, die sind ganz gut. 7,2 Volt, 1050 Milliampere-Stunden ist das, glaube ich, ne? Und 7,6 WH, oh, frag mich nicht, Wattstunden, Watt-Hours, ich habe keine Ahnung. Physik und ich sind keine Freunde, aber die sind auf jeden Fall mit dabei gewesen und ja, gefällt mir auf jeden Fall und die sind gut. Dann habe ich mir 2 Stück von denen hier geholt. Eine ist jetzt da in dieser wunderschönen Kamera drin, die andere habe ich hier noch original verpackt. Und zwar sind das Speicherkarten Transcend, die sind nämlich nicht im Lieferumfang von der Kamera enthalten. Ja, hier habe ich 256 GB und ja, deswegen habe ich mir die auch geholt. Bislang reicht die Speicherkarte, die jetzt da drin ist, aber ich habe mir gedacht, vielleicht brauche ich dann doch mal irgendwie eine Ersatzspeicherkarte, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Keine Ahnung, habe ich mir dann auf jeden Fall 2 Stück geholt. Dann habe ich mir so Sonnenabdeckungsviecher geholt, aber irgendwie sind die kleiner als gedacht. Eigentlich wollte ich die halt so in so eine Babybox oder so mit reinpacken, aber ich dachte, dass die größer wären. Ich hole das mal eben kurz hier raus. Okay, es ist doch größer. Es ist gerade einfach explodiert, Leute. Ja. Das hier sind 2 Stück, die kleben jetzt zusammen. Die kann man nämlich so an die Scheibe kleben. Okay, okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, ne? Das sind halt so Sonnenschutzviecher für Kinder. Die kann man so schön ins Auto machen, an die Scheibe. Und ja, dann ist das Kind geschützt. Leute, ich habe hier gerade fast mein ganzes Inventar auseinandergehauen. Okay, also das kann man irgendwie wieder wohl zusammenkrubbeln, damit es in die Tüte passt. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Wie war das da jetzt drin? Wie zum Henker. Ich will es ja nicht kaputt machen. Ich glaube, ich kriege das dann nie wieder rein. Ich krieg's dann nicht wieder rein. Ich lasse es jetzt einfach draußen, okay? Mist. Naja, aber ich finde es auf jeden Fall total niedlich und total praktisch. Und das habe ich von ShopDoc und das ist cool. Als nächstes habe ich ein Mystery-Paket. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Kam so an, ne? Ich glaube, das sind Mückenarmbänder. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal so an. Da sind jetzt 10 Stück davon und ich packe mal eins aus. Also ich denke, dass die auch so verpackt sind, dass man halt den Schutz nicht verliert. Okay, hier stehen auch Farben drauf. Das ist ja cool. Ah, wir nehmen mal ein pinkes. Komm, was soll der Geiz, ne? Man kann die hier oben nämlich auch wieder verschließen. Da ist so ein Druckverschluss-Moped. Und ja, dann mache ich das mal auf. Und das soll Mücken abwehren. Und jetzt ist ja die Mückenzeit. Wir haben zwar bei uns echt Fledermäuse und sowas, die quasi das alles rausholen. Oh, das riecht voll nach Zitrone. Alter Schwede. Okay. Sieht schon mal ganz cool aus, ne? Es fühlt sich auch echt schön an. So Mikrofaser. Und dann kann man sich das um die Hand machen. Kann das hier durch ein Loch machen. Riecht dann zwar zitronig,
Aber man hat so einen Mückenschutz und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen packe ich das auch schnell wieder rein, dass ich das dann demnächst auch tatsächlich mal draußen benutzen kann und testen kann. Aber so auf den ersten Eindruck oder auf den ersten Blick macht das einen guten Eindruck. Ja, also ich habe das ja auch schon mal gehört, dass Zitrone auf jeden Fall Mücken abwehrt, Lavendel wehrt Motten und Spinnen ab. Ja. Deswegen, ne? Also ist schon mal eine ganz coole Sache. Und ja, da habe ich mir jetzt einige von bestellt tatsächlich. Also da sind noch manche in der Pipeline. Aber ich habe mir gedacht, da ich ja bald Geburtstag habe und dann eine Gartenparty mache, kann ich das meinen Gästen geben und dann kriegen die keine Mückenstiche. Fand ich irgendwie witzig. So von der Idee her, ne? So ein kleines Eintrittsbändchen und gleichzeitig Endschutz. Ist das nicht schön? Und alle riechen nach Zitrone. Ja, als nächstes habe ich mir das hier gekauft, was ich jetzt auch anhabe. Das soll eigentlich ein Kleidchen sein, aber bei mir sind Kleidchen ja auch gerne einfach mal Oberteile. Am Popo ist es ein Kleid, aber vorne nicht. Aber guckt selbst. Joa, ne? Hier oben sieht das echt ein bisschen komisch aus und das war auch eher merkwürdig, da reinzukommen, sage ich mal. Ansonsten finde ich, dass es ganz gut sitzt. Also es ist ja die Größe M und von der Armlänge her passt es ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn es einläuft, dass es ein bisschen kürzer wird. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ansonsten, auch jetzt so von der vom Röckchen her, sage ich mal. Ich mache mal so, weil ich habe ja noch eine Hose drunter, dann geht das. Ist es ein bisschen kurz. Also als Kleid könnte ich das definitiv nicht tragen. Aber ich mag es, dass diese Spitze hier ist. Ich finde es eigentlich ganz schick. Und ja. Ich finde, es ist ein ganz niedliches Oberteil, sage ich mal. Hier hinten ist es schön lang, aber vorne ist es mir dann eigentlich für ein Kleid ein bisschen zu kurz. Aber das liegt einfach an meiner 1,73 Meter Körpergröße. Ne? Also ich finde es total super und ich werde es auch behalten. Ich finde es auch bequem. Es fühlt sich echt schön an. Es fühlt sich auch nicht so billig von der Qualität an. Also man merkt schon, dass es irgendwie so Baumwolle oder sowas sein muss. Und ich habe hier noch einen Swatch auf der Hand. Läuft. Ich habe das jetzt in der Größe M bestellt, weil ich ja auch ein paar 1,50 Meter bin, also 1,73 Meter und ja, da passt das ganz gut. Ist halt von den Armen lang genug, aber halt nicht von der Länge an sich. Und ich denke, wenn ich das jetzt in L bestellt hätte, dann wäre mir das auch zu weit gewesen. Also von daher ist M eigentlich schon passend. So, dann gucken wir mal weiter, was ich hier sonst noch so habe. Und zwar kommen wir jetzt so zu dem Thema Beauty-Helferlein, würde ich mal so sagen. Ich benutze ja für meine Augenbrauen, was ja echt effektiv ist, wie ich finde, das Rizinusöl. Was ich auch jedem von euch empfehlen kann, verlinke ich dir unten in der Infobox. Und ich benutze da immer so kleine Tübchen, um das halt abzufüllen. Ich hole die mal eben kurz raus. Also, wenn man das bestellt, bekommst du ein Zweierset von diesen Mascara-Bürstchen-Viechern mit Behälter. Dann bekommst du zwei von diesen komischen Trichtern und dann hast du noch so Stopper dabei. So, bei dem Rizinusöl ist es so, dass es ein sehr öliges Produkt ist. Ist ja Rizinusöl und deswegen ist irgendwann der Stopper nicht mehr so gut. Das heißt, es funktioniert nicht mehr. Das heißt, man muss dann halt ein neues Fläschchen benutzen. Da ist die Frage, ob man das will. Also die ich jetzt hier bestellt habe, haben echt nicht viel gekostet. Man kann auch höherwertigere holen, die vielleicht dann auch in dem Sinne länger halten. Bei mir halten die halt echt nicht lange, weil ich das jeden Tag verwende. Muss man selber wissen, ne? Also man macht im Prinzip den Stopper hier oben rein. Huch! Nachdem man das Produkt reingefüllt hat, ne? Natürlich, nachdem man das Produkt reingefüllt hat. So, dann ist der Stopper drin. Und kann dann hier ganz normal das Bürstchen reinmachen, hat dann unten das Produkt und wenn man das Bürstchen rauszieht, streift sich automatisch das überschüssige Produkt ab und dann kann man das ganz normal so auf den Augenbrauen verwenden und als Wachstumsgel nehmen. Also so mache ich das. Es wurde mir ja empfohlen von der ganz, ganz lieben Mitarbeiterin bei Douglas, die mir ja bei der Benefit Brow Bar im Januar die Augenbrauen einmal gemacht hat und seitdem lasse ich die ja auch echt wachsen. Also ich mache ganz, ganz selten, dass ich zupfe oder dass ich epiliere oder dass ich wachse oder sonst irgendwas, also waxe. Ich lasse sie halt wachsen, weil ich mir denke oder einbilde, dass es echt funktioniert. Und ich finde, dass sie sich ganz gut gemacht haben und auch schon echt sich vermehrt haben. Ja, und dafür brauche ich halt diese Helferlein und hole mir die dann halt immer mal wieder nach. Als nächstes habe ich mir eine neue Nagelschere geholt und da bin ich ganz gespannt, wie die so ist. Ja, auch die hole ich mal aus ihrer Verpackung raus. Das ist eben das Blöde, wenn du online bestellst,
Es ist alles in Verpackung, ne? Wobei du das auch im Laden hast. Es ist einfach hygienischer und das ist immer schwierig. Kartons werden ja gerne bei uns weiterverwendet. Also die, die gar keinen Print haben, also wo nicht Amazon oder Pinkbox oder Glossybox draufsteht, nehme ich immer mit zur Arbeit und dort werden die dann verwendet. Und alles, was halt so in dem Sinne was draufstehen hat, ein Print, versuche ich irgendwie zu verwenden als Tauschpaket oder als Verlosungspaket. Das Problem ist aber, wenn du dann wirklich Kartons hast, die kaputt ankommen oder die du zerstören musst, um sie zu öffnen, naja, die kannst du halt nicht weiterverwenden, aber dafür haben wir hier einen Werkstoffhof und da kommen die dann immer hin. Auf jeden Fall habe ich hier von Ament oder so, oder Amen, weiß ich nicht, diese Schere. Und die ist in einem wirklich schönen Täschchen. Das finde ich echt ansprechend. Und hier haben wir die Nagelschere. Da bin ich gespannt, wie die so ist. Ich hoffe, dass die auch schön scharf ist. Macht jetzt nicht den allerhochwertigsten Eindruck, aber nö, doch, warte. Das kann ich dann schneiden. Ich kann hier das ja mal schneiden. Ach doch. Doch, doch, die macht einen ganz guten Eindruck. Ja, doch, das wird ganz gut. Dann wird die nämlich jetzt demnächst bei uns, oder jetzt, bei uns einziehen und ja, verwendet werden. Dann habe ich mir noch zwei Pinselsets bestellt. Das ist einmal so ein rosé-goldenes Pinselset, was ich schon verwendet habe, weil ich diesen Look zusammen mit euch geschminkt habe, der jetzt auch bald online kommt. Und deswegen sind die alle schon benutzt, außer dieser Fischpinsel. Der Fischpinsel wird demnächst in eine Verlosung wandern, weil ich dafür echt keine Verwendung habe. Und ich habe auch solche Pinsel schon mehrfach. Einen originalen davon und einen, den ich schon mal bei einem Amazon-Pinselset dabei hatte. Ja, und dieses Pinselset ist eigentlich ganz gut. Das habe ich für alles verwenden können, außer halt für Foundation-Schwämmchen. Da habe ich halt mein Ember-Schwämmchen genommen. Da hast du hier so einen Puderpinsel dabei. Und ich finde zum Beispiel hier, ne, das ist einfach schön. Das ist einfach schön vom Design her. Fühlen sich auch wirklich hochwertig an. Die haben nicht gehaart. Das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Naja, auf jeden Fall. So ein Puderpinsel oder ich habe den auch für Blush und Bronzer verwendet. Ich mache das ja gerne alles in allem. Hier so einen flachen, abgeschrägten Pinsel. Dann hier ein flacher Pinsel, der oben rund ist. Den habe ich noch nicht verwendet. Den Pinsel habe ich verwendet, um Schimmerlidschatten aufzutragen. Den habe ich als Highlighterpinsel zweckentfremdet, könnte aber auch als Blushpinsel sehr gut durchgehen. Den Pinsel habe ich verwendet, um meine Foundation zu mischen, weil ich zwei verschiedene verwendet habe. Wobei, vorher habe ich den auch noch verwendet, um meinen Primer aufzutragen und um meinen Augenprimer aufzutragen, meinen Lidschattenprimer. Also auch das ein, ja, häufig verwendeter Pinsel. Ein ganz normaler Blendepinsel, der auch echt schön ist, schön fluffig und, ach, sehr, sehr gut. Das hier kannst du wahrscheinlich auch so als Foundation-Pinsel oder so verwenden. Da weiß ich gar nicht, für was man solche Pinsel gut verwenden kann. Sind halt so, ne? Da weiß ich nicht. Vielleicht für Kontur. Ja, für Kontur kannst du den eigentlich ganz gut nehmen, aber ich konturiere so selten. Aber dafür könnte man den auf jeden Fall gut verwenden. Dann habe ich hier noch so einen Point Brush, der aber sehr, sehr groß ist, finde ich. Den habe ich genommen, um mir ein Augenbrauen-Highlight zu setzen und das Inner Corner Highlight. Und dann, ja, eigentlich der Pinsel, der Highlighter-Pinsel ist, den ich aber nicht genommen habe. Ja, ist auch mit dabei. Und das Set, das war echt nicht teuer, ne? Also deswegen. Und wie gesagt, der kommt demnächst in eine Verlosung. Dann habe ich noch ein Pinselset bestellt von Ducare, Crafted with Care. So sieht das aus und jo, das befreien wir doch mal aus seiner Verpackung. Ja, die waren jetzt etwas teurer als die roségoldenen, die ich hatte. Das sieht man auch tatsächlich, weil die halt diese Pinselüberzieher haben. Naja, da hast du hier so einen schönen Bronzerpinsel. Und guckt euch mal an, wie schön die aussehen, ne? Oh, die werde ich auch demnächst mal richtig schön mit euch zusammen testen. Aber oh, guck mal, wie schön. Oder als Blushpinsel kann ich mir den auch gut vorstellen. Mega. Schön weich, also wahnsinnig toll. Das hier ist für mich auch so ein Blushpinsel eigentlich, ne? So ein Rougepinsel, der ist so abgeschrägt, den kannst du gut nehmen. Kannst aber auch zum Abpudern komplett nehmen, aber dafür ist das schon so ein bisschen zu fest gebunden. Aber die fühlen sich so schön weich an, die Pinsel. Und dieses Set war auch echt nicht teuer, habe ich dir eben eingeblendet. Wahnsinn, was man so auf Amazon findet. Ja, das ist so ein Foundation-Pinsel. Sowas benutze ich ja nicht so unbedingt, ne? Ich verwende den nicht. Der kommt in eine Verlosung, den packe ich zurück in sein... Ich will immer was anderes dazu sagen. Was packt? Den packe ich mal zurück in seinen Überzieher. Der kommt auch in eine Verlosung. Das ist ein richtig schöner Highlighter-Pinsel. Der ist wundervoll. Also ich finde diese Pinsel noch besser als die Rosé-Goldenen, weil die sich einfach qualitativ hochwertiger anfühlen. Mega damit. Oh, kannst du so schön arbeiten. Das ist so ein kleinerer Konturpinsel. Damit kannst du entweder auch wieder ganz soft dir Blush auftragen oder auch ganz...
dezent highlighten. Man könnte damit auch einen Bronzer auftragen, aber dafür ist er mir dann doch ein Stück weit zu klein. Ja, auch der vielseitig einsetzbar und echt hübsch, wirklich hübsch. Oh, ich mag diesen Verlauf Silber zu Lila, ne? Oh. Den Pinsel kann man nehmen, ja, keine Ahnung, um zu verblenden oder um Lidschatten aufzutragen. Das ist auch so ein Smudging Brush, das ist echt toll. Ein Augenbrauenbürstchen. Kann man aber wahrscheinlich auch als Wimpernbürstchen verwenden, aber ich würde den eher für die Augenbrauen nehmen. Ein etwas kleinerer, festgebundener Blendepinsel. Hiermit kannst du Eyeliner oder Augenbrauen auftragen oder hier unten drunter deinen Lidschatten. Oh, herrlich. Das ist so ein flacher, abgerundeter Pinsel, damit trage ich gerne Lidschatten auf. Gerne auch so schimmernden Lidschatten, weil sich das Pigment dadurch einfach besser greifen lässt. Das ist so ein ganz kleiner, ganz flacher Pinsel, den kann man nehmen für Inner Corner Highlight. Mega gut, oh, der ist dafür perfekt. Ganz dezent für ein Augenbrauen Highlight kann ich mir den auch vorstellen. Oder wenn man ganz präzise arbeiten möchte und sich zum Beispiel hier so Linien ziehen möchte oder so, mega geil. Auch das wieder so ein Multipinsel, dieses Mal aber abgeschrägt. Den kannst du nehmen für Augenbrauen, für Eyeliner und für unten drunter. So ein richtig cooler, abgeschrägter Blendepinsel, den kannst du so geil nehmen, wenn du halt so Schlupflider hast wie ich und dann hier deine Lidfalte schminkst, ne? Wenn du die Crease hier so einsetzt. Oh, herrlich, richtig geil. Ein ganz normaler Smudging Brush, auch damit kann man super Lidschatten auftragen. Also hier kann ich mir das auch gut mit den Tönen vorstellen, dass ich den damit auftragen würde. Mega geil. Wieder so ein universeller Pinsel, der ist jetzt auch nicht abgeschrägt, den man halt für Augenbrauen und Eyeliner und unten drunter und alles benutzen kann. Das hier ist ein schöner runder Point Brush, den kannst du super nehmen, um wieder mal Inner Corner Highlight setzen oder hier oben Augenbrauen Highlight. Und noch so ein flacher, oben abgerundeter, aber etwas spitzer zulaufender Pinsel. Den würde ich nehmen, um hier unten wieder meine Farbe aufzutragen. Richtig geil. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Pinselset. Das gefällt mir mega gut. Wobei mir da der Puderpinsel auch so ein bisschen fehlen würde. Wobei, ja, man kann den hier dann auch als Puderpinsel nehmen, aber dafür ist er mir dann doch irgendwie zu schräg und zu stark gebunden. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Starter-Set, das muss ich sagen. So, weiter geht's mit dem Beauty-Helferlein. Da habe ich hier von Xprene einen Sauger zugeschickt bekommen. Den werde ich euch aber nochmal in einem separaten Video komplett vorstellen. Das ist so ein Mitessersauger und da bin ich sehr gespannt drauf. Also seid gespannt auf das Video, was ich damit drehen werde. Der ist heute angekommen und ich bin extrem gespannt, was der so aus meinen Poren rausziehen wird. Oh. Den habe ich mir geholt, weil ich den cool fand, ja. Pedi Smart Rechargeable, das ist einfach so ein Hornhautentferner, so eine Raspel, die man quasi dann ja für die Füße verwenden kann. Und da wollte ich mal gucken, ob das wirklich bei mir funktioniert und es ist eklig, aber ne? Füße gehören nun mal zum Körper dazu. Das kannst du das nicht, also das kannst du nicht verneinen, das ist nun mal so. Das soll vorher, nachher sein. Vorher, nachher. Mal gucken. Einen Kosmetikspiegel habe ich mir geholt, der so beleuchtet ist. Weil der, den ich habe, den habe ich mir mal irgendwann von Rossmann oder von DM geholt. Und der missfällt mir mittlerweile, weil einfach, der leuchtet einfach nicht. Was soll das denn, ne? Und ja, den habe ich jetzt gefunden und mir jetzt auch geholt. Und du hast hier unten noch sowas, so eine Ablage, das finde ich ganz praktisch. Da muss der nicht immer unbedingt halt im Schrank stehen. Dann kann ich den auch irgendwo mobil mal hinstellen. An den Seiten kannst du das so feststellen, dass er sich halt nicht mehr bewegt. Und ja, hat dann hier unten, hier außen drum zu, das Beleuchtete. Ich bin wirklich gespannt. Also er vergrößert gut, er verzehrt nicht und der gefällt mir jetzt schon mal so vom ersten Eindruck ganz gut. Ne, habe ich mir geholt und irgendwie war da auch so ein Kabel mit dabei. Vielleicht zum Aufladen, sind da Akkus drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum da ein Ladekabel mit dabei ist. Das finde ich merkwürdig. Schon witzig, ne? Naja, auf jeden Fall gehören da 4 Dreifach-A-Batterien rein und dann wird das Ding leuchten. Bin gespannt. Das kam leider ein bisschen spät. Das kam jetzt nach Ostern und ich wollte das zu Ostern eigentlich verschenken. Das sind Badebomben, aber das ist nicht schlimm. Diejenige, die es bekommt, hat nämlich bald Geburtstag. Wisst ihr was? Wir gucken mal rein. Okay, aus dieser Umverpackung kann man einen Karton rausholen. Es riecht schon mal sehr gut hier. Und das ist echt schön eingepackt, ne? Also das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich guck mal eben, ob alles heile angekommen ist.
Ja, es ist alles heile. Also so sehen die Badebomben dann aus und das finde ich ganz cool. Die sind einzeln verschlossen und sehen aus wie kleine Cupcakes, ne? Ist das nicht herrlich? Ich finde das ultra süß. Schon liebevoll, ne? Dann hast du hier so eine Blume zum Beispiel drauf. Bei anderen ist es halt wie ein richtiger Cupcake oder halt so eine Badebombe, dass du halt so eine Kugel hast, ne? Mega geil. Da freue ich mich drauf, das zu verschenken. An meine Stiefmama quasi. Biene, wenn du zuguckst, du weißt von nichts. Finde ich aber auf jeden Fall eine super Geschenkidee, auch übrigens zum Muttertag. Nur so als Idee. Ja, kommen wir nun zu dem Teil, was ich in diesem Video verlose. Und zwar ist das ein Geschenkset von Rituals und zwar Ritual of Sakura. Ja, das musste einfach sein, Leute. Es ist pink, es sieht wirklich schön aus und es ist zu, aber es riecht hier gerade so schön nach diesem Kirschblütenduft, sage ich mal. Mega geil. Ja, da haben wir den Duschschaum mit drin, das Duschpeeling, die Bodycream, also die Bodylotion, die Körpersalbe und eine Seife ist da mit drin. Und ja, das ist hier das Set und das kannst du in diesem Video gewinnen. Und was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox, also ne, das ist mein Geschenk an euch, 4000 Abonnenten und so. Ja, und der Grund, weswegen ich mich überhaupt bei Shopdog angemeldet habe, ist, die hatten Luvia-Paletten. Ja, für günstig und so. Oder ne, du konntest dann den Link eingeben und hast dann mega Rabatt bei Amazon gekriegt. Und ey, ganz ehrlich, ich kann da nicht Nein sagen. Ne? Ihr kennt mich dafür, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Ja, also, ich zeige euch mal, was ich da geholt habe und ich werde euch demnächst auch mit den Pinseln, also mit den lila Pinseln und diesen Luvia-Produkten zusammen ein Fullface schminken. Ja, und zwar kommt das ja immer so ordentlich verpackt an. Das wird jetzt leider ein Scratch, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt, ob ich das war oder so. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir drei Sachen gegönnt. Ja, zum einen ist das die Prime Contour Palette Essential Contouring Shades Volume 1. Das ist ja immer, dann kannst du hier dran ziehen. Dann öffnet sich die Schublade. Ist immer so schön verpackt, ne? Ob man so viel Verpackung braucht, ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall immer hammeredel aus. Und ja, so sieht die Contour Palette zum Beispiel aus. Und da ist ja wirklich so gut wie alles drin, was das Herz begehrt. Ne? Das sind Pudertöne, das sind Highlightertöne, das sind Bronzingtöne. Damit kann man auch konturieren, weil ne, der ist jetzt auch ein bisschen aschiger. Wäre vielleicht ein bisschen zu hart für mich als Kontur, aber ach, der Spiegel ist immer so großartig. Und dann hast du hier so ein Viech mit dabei, wo draufsteht. Und ach, ne, finde ich mega geil, werde ich auf jeden Fall verwenden. Vielleicht kann ich das auch überhaupt nicht abwarten und schmink mich morgen schon. Ich finde sie auf jeden Fall ultra schön. Also die Verpackung, ne? Oh. Dann die Prime Glow Palette Essential Highlighter Shades Volume 1 habe ich mir auch geholt. Ziehen. Und das Gute an Luvia ist einfach, dass die vegan sind. Ich glaube, die sind sogar tierversuchsfrei. Ja, cruelty free. Ach, der helle Wahnsinn. So, hier haben wir die Highlighter-Töne drin. Es ist wirklich erschwinglich, ne? Also auch jetzt ohne den Rabattcode. Es ist einfach eine erschwingliche Geschichte. Ja, hier hast du dann nochmal die richtigen Highlighter mit drin. Ich bin so gespannt, wie die auf meinem Gesicht aussehen werden, wie die geswatcht aussehen werden. Ich, ne? Ja, bin da etwas anders. Aber das sind halt einfach so, sowas ist mein Hobby, ne? Ich sammle gerne solche Produkte, ich teste sie gerne, ich benutze sie natürlich auch. Und jetzt kommen wir zu dem Herzstück. Und zwar ist das Luvia Cosmetics Matt Mosaik. Die Lidschattenpalette. Die Lidschattenpaletten sind immer super verpackt. Nehme ich das runter. Hier ist sie. Wie der Name schon sagt, das sind komplett matte Farben. Aber guckt euch diese Farben mal an. Boah! Das wird wahnsinnig schön. Und zusammen mit dieser Highlighter-Palette lässt sich das dann wirklich schön auch glänzend auf dem Auge gestalten. Und oh, das wird schön. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Sagen wir mal schon, okay? Ja, es ist auch schon relativ spät. Ich habe gerade echt Hunger gekriegt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Denk an die Verlosung, schau dafür einfach mal unten in die Infobox rein. Das ist unter diesem Video. Auf den Pfeil oben rechts klicken.
Dann hast du die Infobox und da steht alles dazu drin. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!